Holy, unser Anwalt. Ja, das ist die meiste Kohle, ne? Entscheidung nochmal. Er ist ein sehr gescheiter Mensch, auch ein Mensch, der auch sein Leben genießen will. Und Holy ist ganz, ganz seltsam, dass er hin und wieder über so ganz Kleinigkeiten, was im Endeffekt komplett wurscht, das Ganze unglaublich aufregt. Unser Brain, der Schnaufi, der kann schnaufen im Schlaf, das gibt's nicht wie ein Pferd. Ganz früh bei West Wien, mir war es auch dann zu hart, das harte Spiel, weil ich ein bisschen wählerig war und habe dann eher das aufs Tennis mich konzentriert. Im Tennis, die Einzelsportler haben alle ein bisschen einen Schaden. Also es war eigentlich nicht die Liebe so mehr zum Handball, sondern eher, ich kann es irgendwie besser als Tennis. Naja, ich habe einfach angefangen, wie ich in Spanien war. Ich habe davor eigentlich null Wein getrunken. Hat mir zwar nicht so geschmeckt, aber irgendwie die Atmosphäre war so stimmig und dann habe ich es nochmal probiert und noch einmal und je mehr du trinkst, desto mehr kennst du dich aus. Mit dem diskutiere ich ganz gern, weil ich seine Anschauungen ganz interessant finde. Ich weiß genau, was er will oder gar nicht kommt. Der ist einfach ein offener, herzlicher Mensch, also außerhalb vom Handballfeld. Der ist ein bisschen anders. Ruhiger, gemütlicher. Ja, ich hab's halt gern gemütlich. Ich weiß nicht, ich brauche mal eine Zeit lang nach dem Training. Dann wird immer wieder plaudert und andere können, dass sie reden und sich währenddessen schon ausziehen und duschen. Und ich hab das nicht so mit dem Multitasking. Er hat sein berühmtes schwarzes Buch. Und da schreibt er jeden Fehler auf. Wortlaute, falsche Aussagen, falsches Englisch, Französisch. Das hat aber eigentlich angefangen mit unserem Manager, weil der immer so Phrasen reingeworfen hat, die halt sind. Und ich glaube, ich habe sicher 25 Seiten von 50 Seiten gefüllt. Eigentlich Feuerwehrmann am Anfang, weil mein Papa Feuerwehrmann war. Die deutschen Kabarettisten. Finde ich alle unlustig, da denke ich immer, weiß nicht, kann ich nicht lachen oder bin ich nicht so lustig? Oder? Aber so Situationskomik finde ich extrem, das finde ich oft sehr witzig. Und da haben wir dieses Video da einspielen müssen für eine ORF. Das war so witzig, da haben wir das wohl nicht in die Kamera schauen müssen, nicht dürfen eigentlich. Und er hat halt so reingeschaut und der sagt ihm das. Boah, das habe ich nicht verpackt. Ich kann sagen, er ist mein bester Kollege in der Handballzeit gewesen. Immer noch. Ja, ich bin echt ein genialer Typ.